Also ein herzliches Willkommen, hallo. Ich freue mich, heute da zu sein. Mein Name ist Ivan Jovic und ich darf Ihnen heute ein bisschen was über BPMN bei Wüstenrot in Österreich erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß, es ist schon wieder Versicherungsthema, aber schauen wir mal, machen wir das Beste draus und ich würde sagen, starten wir einfach. Inhaltlich werde ich das so aufbauen, ich werde Ihnen kurz eine Vorstellung geben, wer sind wir, wer bin ich, damit Sie wissen, warum ich überhaupt da stehe, BPM bei Wüstenrot, wie haben wir das realisiert, warum war der Bedarf da. Ich zeige Ihnen dann zwei Auszüge von Prozessen, produktiv laufenden Prozessen, beschreibe den Nutzen, den wir daraus ziehen und optimalerweise bleiben uns dann noch 5 Minuten für diverse Fragen und Antworten. Starten wir gleich, die Zeit ist kurz, Wüstenrot Datenservice GmbH. Wir sind der IT-Dienstleister der österreichischen Wüstenrot-Gruppe. Die österreichische Wüstenrot-Gruppe setzt sich im Großen und Ganzen zusammen aus 8 Versicherungen und Bausparkassen. Wir betreuen IT-technisch genau 6. Das ist die Bausparkasse in Salzburg und das ist die Versicherung in Salzburg, dann die slowakischen Töchter in der Slowakei in Bratislava, ebenfalls eine Bausparkasse und eine Versicherung. Und die Bausparkasse in Zagreb in Kroatien, sowie die Fulk, das ist eine Tochter in Ungarn. Ein paar Worte zu mir. Ich komme eigentlich nicht aus dem IT-Umfeld, habe eigentlich eine sprachwissenschaftliche Ausbildung gemacht, habe dann gesagt, na gut, genug Sprachwissenschaften, machen wir was wirklich Cooles, gehen wir in die Programmierung. Habe dann wirklich als Host-Developer mit Schwerpunkt PL1, IBM ZOS-System angefangen, war zuständig lange Zeit für Dokumentenmanagement, also Human Workflow Management, kurz Postkorb und automatischer Nachrichtenversand, SAM-Subkomponenten und dem Ganzen drumherum. Und dann habe ich mich entschlossen, ja gut, es wird langsam langweilig, machen wir doch Solutions-Architektur. Bin jetzt aktuell Solutions-Architekt, habe 4 große Aufgaben, betreue die Betriebsinfrastruktur, also verschiedene Eclipse-Instanzen, die wir haben. IBM ist da sehr speziell für jedes Produkt eigenes Eclipse. Process Engine Server, Rules Engine Server und das Ganze drumherum macht dazu dann die ganze ZOS-Architektur mit meinem Vorgesetzten gemeinsam. Jetzt konkret um Umsetzungen am Host, im ZOS-System, Design Patterns für Java, PL1 und Musterlösungen. Zusätzlich darf ich in einem Qualitätsmanagement Board sitzen mit sehr klugen Köpfen. Dort mache ich im Endeffekt die Qualitätssicherung für BPM in 2.0 Prozesse und die Einhaltung unserer SOA, serviceorientierte Architektur. Und wenn dann so nebenbei Zeit bleibt, mache ich diverse Trainings für Leute in neue Technologien ein, wo ich schon Erfahrung sammeln durfte oder halt Schulungen intern und so weiter. Nebenbei, das ist nicht Herausforderung genug, nebenbei muss man sich immer weiterentwickeln, habe dann beschlossen, ich muss auch noch studieren, habe Mathematik angefangen, durch BPMN unter anderem und durch meine Interessensverlagerung bin ich in die Wirtschaftsinformatik gegangen, studiere dann der JUBH und fange bald das 3. Semester an. Jetzt schauen wir uns mal wichtigere Themen an, das ist alles uninteressant. BPM bei Wüstenrot, dazu möchte ich mal primär mit der Ausgangslage anfangen. Im Jahre 2007 in etwa haben wir gesagt, ha, SOA ist super, wir wollen das auch machen, so wie jeder zweite IT-Dienstleister irgendwo. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen unsere Programme serviceorientiert entwickeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir irgendwo definieren, wie schaut das aus und einfach Wiederverwendbarkeit forcieren und dadurch den Entwicklungsaufwand für Zukünftiges minimieren. Das Problem war, wir haben eine massiv heterogene Anwendungslandschaft. Da ist mal der große, alte, bekannte Host und dann haben wir noch Vertriebssoftware, vertriebsunterstützende Software. Das sind Java-Webanwendungen mit diversen Linux-Servern etc. Und das hat man parallel warten müssen. Einerseits immer Parallelabgleiche fahren in Form von Batch-Prozessen, ähnlichen Konstrukten. Das ist fehleranfällig, es ist nicht zufriedenstellend. Und wir haben eine diverse Asynchronität reinbekommen, wo wir einfach sagen haben müssen, okay, so geht das nicht mehr weiter, wir müssen das verbessern. Der Mainframe ist unser führendes System, der hat die Daten, der hält die aktuellen Daten und die müssen wir unserer Vertriebssoftware liefern. Super, ja, IBM ESB Spitzenprodukt haben wir eingeführt, der orchestriert unsere Services. Wir haben dann einen Zeitlauf IBM warten müssen, haben dann gesagt, ja, wir wollen einen Standard folgen, deswegen haben wir uns für SOAP entschieden
und betreiben das alles via Web-Services. Für einfache, wir nennen das Proxy-Mediations, das heißt, wo der ESPN-Request reinbekommt, den weiterroutet an den Host, ist das relativ einfach. Was machen wir mit komplexen Konstrukten? Wo wir Service für Service aufrufen müssen, wollen, sollen, da schaut das etwas anders aus. Und dann haben wir relativ schnell begriffen, okay, das ist nicht Sinn des ganzen Prozesses an einem ESB abzubilden. Und schlussendlich, obwohl der ESB unser Orchestrierungstool ist, um Services, die wir bereits hatten, dort festzuhalten, war das weder transparent im Requirements Engineering, das heißt, viele Abteilungen müssen entwickeln und das Gesamtkonstrukt ist dann erst erkenntlich nachdem alle in irgendeinem Beta-Stadium sind. Dann sagt die Fachabteilung, ja, das wollen wir aber doch ein bisschen anders, müssen alle wieder entwickeln, macht so relativ wenig Sinn und dann haben wir gemerkt, wir müssen ein bisschen unser Business-IT-Alignment verbessern. Dann haben wir uns wieder nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, na gut, was erwarten wir uns von so einer Software, wie können wir das besser machen? Das lief unter anderem unter dem Headliner prozessfähige SOA. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter ganz einfach, dass wir die Prozesse, Geschäftsprozesse, die wir haben, auch als SOA-Komponenten darstellen können oder verwenden wollen. Natürlich alles, was wir bis dato gemacht haben, das war nicht so wenig, also die ganze Anbindung des PL1-Backends über den ESB von einem Frontend aus oder von einer Java-Applikation aus wollten wir natürlich irgendwo wieder verwenden. Wir wollten nicht das Rad neu erfinden und schlussendlich haben wir dann gesagt, wir müssen IT-Governance unterstützen und in diesem Kontext meine ich speziell so die Prüfbarkeit und die Nachvollziehbarkeit von Änderungen in Geschäftsprozessen. Wenn ich das an einem ESB mache, dann tausche ich da irgendwelche Endpoints, wirklich transparent war das nicht und das war irgendwo auch die Grundlage dafür, wo wir gesagt haben, okay, Versionierbarkeit und Zurückfinden zur direkten Anforderung, die sozusagen eine Geschäftsprozessänderung verursacht hat. Auf Basis dessen haben wir uns natürlich den Informationsverlust zu minimieren, den wir wirklich speziell im Requirements Engineering hatten. Und das Tüpfelchen auf dem i wäre natürlich dann, wenn wir diese Prozesse, die wir da gebaut haben, ausführen können. Natürlich, großes Fragezeichen, oh Gott, was machen wir? Nach einer halben Stunde Nachdenken kommt jeder drauf. Ist eh klar, sagt man bei uns in Salzburg, BPMN kann das alles. Was haben wir im Endeffekt gemacht, um das zu realisieren? Klassischerweise macht man so die Make-or-Buy-Entscheidung, sagt, okay, will ich was implementieren, will ich was kaufen? Für die Anforderungen, die wir hatten, war es dann relativ klar, wir kaufen ein Produkt. Da war einerseits der IBM Process Designer, wir sind nun mal sehr IBM-lastig, versus damals noch eben Camunda Fox. Für unsere Anforderungen war es relativ schnell klar, Camunda ist das bessere Produkt, unter anderem, weil der Process Designer von IBM noch auf eine People Engine setzt und. Da war so eine Liste, 3 Pluspunkte IBM Process Designer, 15 Pluspunkte Camunda Fox. So kann man sich das vorstellen. Damit war das relativ zügig. Workshop mit Camunda, BPMN, Demo-Prozesse mit Hands-on und Training. Dann haben wir mal eine Infrastruktur aufgebaut. Wie schon erwähnt, wir setzen ausschließlich auf SOAP. Und wir sind reine Spring-Entwickler, also Java EE war für uns, für die meisten von uns, ein Fremdwort. Wir haben dann mal zuerst die Komponenten installiert, dann haben wir das in einen Spring-Kontext geladen, auf einem JBoss-Server und die Process Engine, Process Engine und ESB sozusagen verheiratet oder die haben sich gegenseitig kennengelernt. Da haben wir einfach ein SOAP, ein XSD hinterlegt, okay, mit diesen Daten gehst du in die Process Engine und kriegst diese Response für in etwa 10 Operationen. Natürlich, über die Process Engine selber am Server haben wir dann einfach gesagt, gut, da gibt es eine Customized Implementierung, das ist ein SOAP Endpoint und der kommuniziert dann mit der Process Engine. Dann ging das relativ schnell, haben wir schon die ersten Prozesse produktiv gestellt, in sehr, sehr kurzer Zeit. Die Herausforderungen dahinter waren einerseits fachlich und technisch, wenn man das aufsplittet, sagen, unser Prozessmanagement sagt EPK, BPN interessiert mich nicht, macht das lieber IT. Wenn ihr uns beweisen könnt, dass das so viel besser ist, dann überlegen wir erst einmal auf BPMN umzusteigen. So kann man sich das vorstellen. Wir sind nun mal ein IT-Dienstleister für eine Bank, für eine Versicherung. Wir sind sozusagen immer die als letztes drankommen. Speziell das Prozessmodellierungstool Adonis, das war sehr, sehr eigen. Das ist super für EPK, das ist wirklich
top, gibt es nichts zum Sagen, aber für BPM, N war das so suboptimal. Speziell dann die Interaktion, wenn wir jetzt ins Technische rüberschwenken, Richtung Cycle ist suboptimal, die versprechen zwar, sie liefern uns da was, der Vertreiber von Adon ist noch immer nichts da, wir haben jetzt 2014, das war 2012. Und zusätzlich zu den ganzen Kommunikationen zwischen Adonis und Cycle und dem Cycle zwischen den zwei Systemen gab es dann, wie schon erwähnt, Java EE versus Spring. Wir sind Spring-Entwickler, wir kennen kein Java EE oder wollen nicht oder ja, BPMN-Wissen aufbauen. Wie schon erwähnt, unser Prozessmanagement sagt, ja, wir vertrauen mehr auf EPK, bringt sich das selber bei. Und die Fragestellung nach dem Konflikt zwischen ESB und Process Engine. Brauche ich beides? Will ich beides? Wie können die zusammenarbeiten? Bei uns mussten sie zusammenarbeiten. Das war einfach Vorgabe. Wir haben einen ESB gekauft, der gehört verwendet. Und wir haben jetzt eine Process Engine, die müssen wir auch verwenden. Und das Um und Auf, das bei uns in der Wüstennot einfach immer gegeben ist, ist die Kommunikation zum ZOS. Das Mainframe ist das Um- und Auf-System noch immer bei uns. Und da kommen wir nicht drum herum. Schlussendlich schaut das in etwa, kann man das, ja, das kann man lesen, schaut das in etwa so aus, ganz vereinfacht dargestellt, das heißt, wir haben irgendeine Applikation, die ruft immer ein ESB auf. Unser ESB ist unser Einstiegspunkt in unser System, da ist sämtliche Security definiert und der sagt, ich bin der Router zwischen den Sub-Web-Services, du hast mich anzusprechen. Ich weiß, wo ich hin muss und um den Rest musst du dich nicht kümmern. Ein Endpoint für alle Anwendungen. Wenn es um die Process Engine geht, wird dann sozusagen asynchron ein Prozess gestartet. Wir melden dann zurück, Prozess erfolgreich gestartet. Über den customized, eigens implementierten Endpoint geht das dann über die API direkt in den Process Engine Core. Der sagt, ich fahre die Instanz hoch für deinen Prozess und du darfst zurückmelden, Prozess erfolgreich gestartet. Lieber Anwender, um den Rest kümmern wir uns selber. Du hast den Prozess erfolgreich gestartet, gut gemacht. Dieser Process Engine Core, der beinhaltet auch den auszuführenden Prozess, der gestartet werden soll. Und wir haben das so gelöst, dass wir diese SOA-Komponenten, die wir bereits hatten, via Webservice anbinden. Das heißt, eine Aktivität ist bei uns ein Webservice-Call. Der geht wieder über den ESB, dann hier ins ZIX, also oder auch bekannt unter KIX, das ist eine Anwendungsplattform von IBM für das ZOS-System. Hier liegt ein Sub-Endpoint pro SOA-Komponente, die sind gekapselt und die greifen, machen dann sämtliche Operationen auf den Datenbanken. Verwenden wir DB2. Ja, und jetzt will ich Ihnen gerne zeigen, wie wir einen Prozess wirklich umgesetzt haben, vom Use Case bzw. EPK-Prozess zu BPMN. Das ist eine Sachdunkelverarbeitung, eh klar, wir sind in der Versicherung unterwegs, ist alles Dunkelverarbeitung. Das heißt, unser Sachbearbeiter ruft aus dem Postkorb heraus ein Poststück aus. Der Postkorb ist so klug und weiß, in welche Vertragsbearbeitungsschiene er den Sachbearbeiter routet. Dahinter ist im Endeffekt im PL1 ein Regelwerk hinterlegt, der Service für Service aufruft und der Sachbearbeiter muss nur OK, 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 OK klicken und dann Vertrag freigeben. Dasselbe ist hier als EPK-Prozess dargestellt. BPMN-technisch haben wir, das ist nur ein Auszug, davor passiert nicht viel, danach passiert auch eigentlich auch nicht mehr viel. Da werden nur technische Parameter gesetzt, dann ist Prozess Ende. Das heißt, wir machen genau das. Wir bauen uns eine Änderungssteuerung auf. Das bedeutet, wir sagen, okay, dieser Vertrag ist jetzt mal anzulegen. Und dann muss dieses ZIX, wo die ganzen PL1-Routinen wissen, vorbereitet sein auf alles, was kommt. Dann nehmen wir den Vertrag auf, wir berechnen den Vertrag, wir geben die Änderungen frei, die da aufgetreten sind. Erstellen eine Korrespondenz, das heißt, wir legen Antrag zu Produkt, zu Kunde ab und das PDF dahinter, da kommt ja ein Antrag rein und tritt ein Fehler auf, wird der gefangen hier und es wird ausgesteuert und es entsteht ein ganz normaler Postkorb-Eintrag, wo der Sachbearbeiter einsteigen kann und den Antrag ganz normal bearbeiten kann, so wie er es schon gewohnt war, die letzten 10, 15 Jahre. Die Backend-Systeme hier dahinter im Postkorb sind so klug, sie wissen, in welcher Phase wir aussteigen und treten dann wieder bei manueller Verarbeitung sozusagen in die entsprechende Phase wieder ein. Muss man nachschauen, okay, warum konnte ich einen Vertrag nicht berechnen? Vom Postkorb aus kann man wieder einen Vertrag berechnen, nur über eine 3270-Emulation. Und dann warten wir, weil wir können nicht sagen, okay, Prozess, du bist nicht beendet, weil das Ziel dieses Prozesses ist, einen Vertrag zu einem Antrag anzulegen.
Ja, und wir müssen das irgendwie handeln und diese zwei Systeme miteinander verheiraten. PostCorp im TIX und Process Engine und alles, was drumherum noch läuft. Und wir handeln das sozusagen über Message Events. Und das Nette an der ganzen Geschichte ist, das gab es schon alles, gab es auch als ESB-Komponente, das gab es auch schon und das ist unsere SOA-Komponente Contract Management. Dahinter lege ich einfach einen Java-Delegate, der baut mir einen SOAP-Web-Service und ruft entsprechend den Endpoint im TIX auf. Das ist die SOA-Komponente Document Management, selbes in grün, dahinter stehen Java-Delegates, rufen Endpoint TIX auf und die arbeiten das in P1 ab. Das bekommen wir. Entsprechend unsere Aufgaben hier entsprechend den Aktivitäten des Use Cases, den wir mal in irgendeinem Requirements Engineering definiert haben. Die fachliche Korrektheit bleibt erhalten, beziehungsweise wird eigentlich transparenter. Wir können die Wiederverwendbarkeit unserer SOA Services forcieren und Automatisierung bekommen wir durch Camunda BPM. Die meisten von Ihnen werden sowas nicht kennen. Das ist eine 3270-Maske. Im TIX. So schaut das wirklich aus. Das ist produktiv bei uns, unser Postkorb. So. Ja. Sie müssen sich vorstellen, dieses Ding, das existiert, und darauf sind wir sehr, sehr stolz, seit 1992. Da war ich 3 Jahre alt. Vielleicht nicht einmal ganz 3 Jahre. Papierloses Büro seit 1972 war lange Headliner von der Wüstenrot Datenservice. Und da passiert, um es kurz zu erklären, wir haben hier ein Poststück, das ist jetzt nur eins, und das wollen wir verarbeiten. Das heißt, wir kommen hier in eine Vertragsaufnahme, klicken uns durch und dann sagen wir Anlegen, das ist dieses Korrespondenzanlegen vom Prozess. Und beim Abschließen passiert dann Folgendes, dass die Backend-Systeme so klug sind, dass sie wissen, das Poststück wurde von der Process Engine erzeugt, wenn zum Beispiel ausgesteuert wurde. Bevor Sie den Postkorb bearbeiten, schicken, bauen Sie sich einen SOAP-Request im Hintergrund zusammen und triggern genau das eine Event an, Message-Event, das dann noch offen steht, mit einer bestimmten Prozessinstanz. Wir legen also die eindeutige ID vom Postkorb zur Prozessinstanz ab und damit können wir den Prozess beenden, asynchron antriggern, der wird beendet und Postkorb abgeschlossen. Wir sind im Einklang zwischen den verschiedenen Systemen. Damit Sie sehen, dass wir nicht so simple Message-Events da nur haben, wir haben da durchaus komplexere Konstrukte und das kann man eigentlich alles über irgendwelche Message-Events machen. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Prozess beim Fahrzeugwechsel. Ein Kunde will jetzt sein Fahrzeug versichern und das alte abmelden, das neue anmelden. Und hier wird wieder ein TIX-Web-Service, gab es auch schon, aufgerufen. Der sagt, habe ich alle Annahmevoraussetzungen erreicht, um zu polizieren. Der meldet zurück, ja, nein, keine Ahnung, Steuer aus, irgendwas. Ja, das ist dann hinter diesem Gateway versteckt. Der Klassiker ist, die Zulassungsdaten sind noch nicht da von der Zulassungsstelle. Also dann sagt er, warte bis morgen, lieber Prozess, erzeuge einen Postkorb. Das bedeutet im Endeffekt, dieses PDF, welches der Antrag ist von der Sachversicherung, wird dem Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt. Falls ein Kunde anruft und sagt, liebe Wüstenrot, was ist mit meinem Vertrag, mit meinem Antrag, dann geht der natürlich nicht in die Process Engine und schaut da rein. Na, der geht in seinen Postkorb, weil den Postkorb kennt er. Die Process Engine ist zu modern. Und dieses PDF müssen wir natürlich ablegen. Und damit unsere Sachbearbeiter Einsicht bekommen, wird ein Postkorb mit Evidenzdatum erstellt, sodass sie in der Gesamtübersicht der Postkörbe den nicht sehen, sondern explizit über Kundennummer oder Antragsnummer den suchen müssen. Und dann wartet der hier. Warum wartet der? Entweder ist der Zeitpunkt erreicht, wo der gesagt hat, du darfst wieder starten. Ja, schau nochmal nach, ob jetzt die Annahmevoraussetzungen da sind. Dann geht er darunter. Und ansonsten, falls ein Kunde angerufen hat und der sagt, was ist mit meinem Vertrag? Und da wir sehr stark asynchron laufen, kann der Sachbearbeiter nachschauen und sagt, super, alles ist da, ich poliziere das jetzt manuell. Dann darf der Prozess nicht weiterlaufen. Ja, weil wenn der dann daher rennt und dann sagt, kommt er wieder daher, dann sagt dieses Service, jetzt ist alles erreicht, da wird der Prozess alles wieder durchpolizieren und der Sachbearbeiter hat es parallel gemacht. Deswegen müssen wir das catchen und dann sagen, irgendein technischer Parameter und Ende, Prozess, du bist fertig, weil der Sachbearbeiter macht es manuell. Das ist, und im Endeffekt, was dann hinten hier passiert, ist genau das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Von der Sachversicherung sind die Systeme und die Komponenten immer genau die gleichen. Sodass wir die ganzen Teilprozesse wiederverwenden können, so wie die ganzen Java-Delegates. Und dann sind wir eigentlich genau da, wo wir sagen, wir wollten prozessfähiges Rohr. Teilprozesse verwenden wieder, Java-Klassen dahinter verwenden wir auch wieder,
wir brauchen das nur zusammenklipsen und den entsprechenden ESB-Service aufrufen, der weiß wohin. Und mit sehr wenig Aufwand kommen wir ans Ziel. Um das nochmal grafisch darzustellen, es ist wirklich so, alles läuft am Host. So, alles sind Kommunikationskomponenten, hier diese sämtlichen Komponenten und Services kommunizieren alle mit dem Host. Natürlich das Signal nicht und die Gateways natürlich auch nicht, weil das ist Engine intern. Aber sonst ist alles PL1 irgendwo auf einem IBM-Großrechner. Welche Erfahrungen haben wir damit gemacht? Einerseits effizientes Requirements Engineering. So eigen Adonis dieses Prozessmodellierungstool auch sein kann oder ist, so hat es auch ein nettes Feature, nämlich es kann einen Tokenflow darstellen. Wir schreiben, oder wir zeichnen den Prozess, wir malen den auf und zeigen den Prozess dann unserer Fachabteilung und dann lassen wir den Tokenflow laufen und dann ist das genau das, was ihr auch jetzt schon macht und die sagen dann ja oder nein oder weiß nicht oder eigentlich schon, dann müssen wir nochmal genauer nachfragen, aber in Summe können die wirklich was Greifbares haben. Und gemeinsame Sprache, das ist irgendwie so der Headliner, unter dem das ganze Projekt bei uns gelaufen ist. Viele Welten, eine Sprache bei Wüstenrot, das ist BPMN. Und die sind wirklich, also unsere Fachabteilungen sind begeistert von der Ausführung. Die sagen, lieber IT, endlich habt ihr es geschafft, mal das zu liefern, was ihr uns gepredigt habt. Also es ist nicht irgendwie jetzt versteckte, unmögliche Dinge, sondern das, was da am Prozess definiert wurde, das wird auch ausgeführt und genau das kommt dann auch in die Produktion. Technischer Natur, BPMN, wenn jemand damit arbeitet, wird durchaus schnell akzeptiert. Wir haben eine sehr effektive Umsetzung, weil wir haben das alles schon als SOA-Komponenten gekapselt, als ESB-Mediations, das braucht man nur aufrufen via Endpoint und das ist relativ simpel. Die Leute sind begeistert. Stellen Sie sich vor, Sie sind Entwickler und haben 15 Jahre PL1 auf einem Großrechner programmiert. Irgendwann kann es durchaus langweilig werden. Und wir lassen durchaus auch Hosties mal Hand anlegen im Java-Bereich, das begeistert sie, das ist relativ eine lustige Situation. Und durch unsere SOA-Komponenten, die einfach aufgerufen werden, haben wir klare Zuständigkeiten. Das heißt, es geht nicht, dass wer dann sagt, das ist nicht meine Komponente. Wenn das SOA-Komponente Document Management ist, dann gehört das Document Management genauso dem Vertragsmanagement, also halt Contract Management oder ähnlichem. Und was wir uns sehr stark zu nutzen machen, ist dieses Wiederaufsetzen mit Retry-Mechanismen bei technischen Fehlern, wo wir kein eigenes Handling in der Process Engine definiert haben. Ein kurzer Ausblick noch, was wollen wir in Zukunft machen? Schande über uns, bei uns läuft produktiv noch immer die Fox Engine. Sie müssen sich vorstellen, wir haben im letzten Jahr und in den letzten 10 Monaten in etwa 10 Prozesse produktiv gestellt. Der Aufwand war entsprechend da und wir mussten das machen. Also blieb nicht wirklich die Zeit, auf Camunda BPM zu gehen. In den Testumgebungen haben wir das schon geschafft. Wir müssen BPMN 2.0 noch etwas besser in der IT etablieren. Die alten Hosts sagen oft, ah, schon wieder was Neues und jetzt haben wir eh einen ESB gekauft und jetzt haben wir wieder was Neues und schon wieder BPMN. Warum muss ich das zeichnen? Kann ich das einfach programmieren? Ja, müssen wir noch etwas daran arbeiten. Da wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben, wollen wir natürlich jetzt das auch Richtung Prozessmanagement tragen. Die Umsetzung ist sehr effektiv. Unser Projektmanagement soll im Vorhinein mit unserem Prozessmanagement sich absprechen, was wollen wir, was können wir und entsprechend das fördern und fordern. Und ganz interessant ist der Punkt, da geht es ins Technische. IBM, man glaubt es kaum, hat einen Open Source Java Enterprise Server released. Der nennt sich Liberty Profile. Das ist so ein Mini-WebSphere Application Server und der hat volle Kompatibilität mit Zix und ZOS. Und durch das ganze Workload Balancing, das wir haben im ZOS, ist es halt so, wir wollen schauen, dass wir Camunda BPM auf den Host verlagern. Da werden wir sicher mal unsere Kollegen von Camunda fragen, ob sowas jemals schon angedacht wurde und wie man sowas am besten angehen könnte. Das ist eine große Herausforderung. Und wenn das möglich ist, dann wollen wir natürlich auf Java EE umsteigen und diese Customized SOAP Implementierung mit eigenen Spring-Kontext und etwas kryptischen Konstrukten durchaus ablösen mit dem Standard. Und das Big Picture ist eigentlich genau die Ablöse von der 3270-Maske, weg vom Postkorb,
das schmerzt unsere Fachabteilungen sehr. Die lieben das, stellen sie vor, 20 Jahre, 25 Jahre, alle Wünsche rein implementiert, was sie hatten. Da schauen wir, dass wir mit der Camunda Taskliste was Schönes auf die Beine stellen. Ja, sehr viel. Applaus